The Evil Within, Folge 45. Die Jungs mit den Sturmgewehren haben wir jetzt hier. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt hier ganz schnell die Kollegen erledigen. Komm, schieß. Der Drecksack, wa? Keine von den starken Revolver. Das ist natürlich schlecht, weil der starke Revolver war eigentlich ganz gut gewesen. Mist, so weit weg ist doof. Na toll, ich schieß voll. Boah, wie viel halten die denn aus? Munition alle? Munition alle? Das ist der dämlichste Spruch, den ich je gehört habe im Spiel, bin ich ganz ehrlich. Es ist auch eine ungünstige Position, wo wir hier stehen eigentlich. Aber jetzt. Was? Hat der Drecksack einfach mal die Position geändert? Ist denn sowas möglich? Das gibt's doch gar nicht. Guck ihn dir an. Hat der Drecksack einfach die Position geändert? Alles klar, Kumpel. Alles klar. Aber du kannst gar nicht schon lange. Du kletterst da nicht hoch, Kumpel. Du kletterst da nicht hoch. Ich schieße in den Anus. In den Anus. So. In den Animus, wie man in Assassin's Creed sagen würde. Und zur Sicherheit zünden wir ihn an. Wow. Och nee. Och Jungs, ey, schon wieder so ein Arena-Kampf. Ey, das... Och, das glaube ich ja jetzt nicht. Wir müssen die auf jeden Fall alle gleichzeitig erledigen, weil dann können wir sie mit dem Streichholz anzünden. Jetzt werden die wahrscheinlich hier alle raufkommen. Ich werde die mal versuchen zusammen. So, ich werde die einfach hier runterboxen immer. So, zack. Und zack. Und zack. So, wiedersehen. Mach's gut. Komm wieder, wenn du keine Zeit hast. Wo ist der andere? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? So. Auch. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? So. Will einfach mal ausweichen. Ist denn sowas möglich? Nein, Munition alle. Nein, 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 geh weg. Ich hau dir einen auf die Birne. Aua, du mir aber auch. Fuck, 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 nein, 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 nicht ducken. Nein, 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 nein. Warte mal, bleib mal eben am Rohr, warte mal. Bleib mal eben dran. Jetzt mal ganz ehrlich, also, nimmt das... Huch, hoppala. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich ducken. Ich vertue mich immer mit dem rechten Stick rein. Und das kommt davon, wenn man zu viel immer so Shooter spielt, wo der Stick reindrücken immer ist, so mit Rennen und Ducken. Also, das ist jetzt mal echt... Und die haben nichts... Die haben nichts fallen lassen. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt mal voll der Witz des Tages. Naja, gut. Das heißt für uns, wir werden dann mal schauen. Wir haben da den Schlüssel gefunden. Ich denke mal, wir sind wahrscheinlich hier lang. Ich gehe schon mal los mit dem Jucken. Oh, das gibt's doch gar nicht. Fürs Materiallager wohlgemerkt. Ich sehe, wie hier das Materiallager ist. Was haben wir jetzt eigentlich noch an Schusswaffen? Ne, toll, da haben wir einen Schuss. Schrotflinte ist leer. Scharfschützen ist noch was drin. Da müssen wir wohl oder übelst unsere Qualenarmbrust benutzen. Können wir denn einen Bolzen herstellen? Nein, können wir nicht. Mir ist im Übrigen aufgefallen, was
mir häufiger aufgefallen ist, seitdem ich jetzt selber Let's Plays so mache. Und zwar übersehe ich viele Dinge, die ich beim Gucken meiner eigenen Folgen ab und zu so ein bisschen mal rein, wo ich mal reingucke, wo ich dann zu mir sage, boah, bist du dämlich, du hast das voll übersehen. Aber das ist wirklich so, wenn man Let's Plays macht, übersieht man einiges. Ich weiß, das ist einfach so. Das ist ganz merkwürdig, das ist so ein Let's Play-Phänomen. Das kennst du auch wahrscheinlich. Du, der gerade eingeschaltet hat, der selber Let's Plays macht. Da übersieht man wirklich einiges. Oh ja, ein paar Kugeln. 3 Stück, nur nicht zu viele. Ich könnte ja zu viele davon in der Tasche haben. Im Übrigen ist mir auch noch ein Rätsel, wenn man sich irgendwas ins Gehirn spritzt, dass dann die Taschen größer werden. Dass man mehr Kugeln tragen kann. Dann, das ist mir ein Rätsel, wie das funktioniert. Aber naja, egal. Ist ja auch wieder Spiellogik. Da soll man sowas nicht hinterfragen. Ne? So. Jetzt schauen wir nochmal. Wir müssen wahrscheinlich nach unten. Ich traue mich aber nicht, hier runter zu springen. Ich möchte auch ungern hier was liegen lassen. Wo wir gerade schon beim Thema übersehen waren. Ach Kinders, wisst ihr was? Wenn wir schon einmal... Weil ich will jetzt ungern wieder unsere Pistolenmunition, weil wir nutzen das so wenig jetzt gerade Scharfschützengewehr, könnte ich doch theoretischerweise einfach das Scharfschützengewehr nutzen. Wenn wir schon einmal dabei sind... Yeah, baby. Weil... Huch, hoppala. Weil wir es ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr gebraucht haben. Ui. Ich frage mich, wer eigentlich alles noch so kommt. An Gegner auch. Also hier in Crimson City möchte ich ungern mit dem Bus fahren. Denn die Busse sparen unheimlich an Sitze. Also die Busunternehmen. Also man muss nur stehen im Bus, wohlgemerkt. Und ich glaube nicht, dass ich da mit dem Bus mal jemals fahren möchte. Ich habe sogar Leben verloren. Wie dumm ist das? Ich werde nie wieder Witze über Busse machen. Was war das denn? Was ist das denn jetzt? Oh, ein... Ach du Scheiße. Nein! Nein! Was? Nein! Was? Geh doch aus dem Bild, Semper Basti. Was ist denn das? Kann man das erledigen? Nein, man kann es nicht erledigen. Zumindest nicht, bevor man nicht ins Wasser gesprungen ist. Ich will aber nicht ins Wasser. Ich weiß, wir verbrauchen damit was, aber ich will es mal ausprobieren. Los, Was? Nein, im Leben nicht, im Leben nicht. Was? Was ist denn das? Piranha? Das hat so irgendwie ganz komische, so ein Metallring und so Schrauben so drin, so ein Kopf so. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, ich weiß aber nicht wo.
Und Mensch, Basti macht das Licht aus. Wir müssen ihm wahrscheinlich irgendwie Futter geben, um dann ins Wasser springen zu können. Würde ich jetzt mal vermuten, um den abzulenken. Das gab's in irgendeiner Videospiel, in irgendeinem Videospiel gab's sowas. Hallo? Kletterst du da hoch, Basti? Der klettert nicht da hoch. Was soll denn das? Ich mache jetzt einen Schmollmund. Ich schmoll jetzt. Ah, Ladies, hi. Na, kannst du alleine hier im Ladebildschirm? Ich mache einen Schmollmund. Was soll denn das jetzt? Jetzt hakt das hier an der eigenen, an dem eigenen Spielsystem, oder wie darf ich das verstehen? Wieso hakt das denn da? Wieso ist denn Basti nicht einfach darauf geklettert? Ich verstehe sowas nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Gerade ist er von alleine raufgeklettert und jetzt... Wieso klettert er denn nicht da? Er ist jetzt ja da hinten. Kann ich denn ihn hier irgendwie nochmal Futter... Aua! Oh nein, 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 nein. Das schaffe ich nie im Leben. Das schaffe ich doch nie im Leben. Nie im Leben. Boah, freue ich mich schon, wenn andere Let's Player an diese Stelle kommen. Da freue ich mich schon ganz groß drauf. Denn die werden auch eine Menge Spaß an dieser Stelle haben, glaube ich. Und ich weiß, die Let's Player, die ich gerade momentan so gucke, die sind noch nicht an der Stelle. Die sind noch sehr, sehr weit von mir entfernt. Oder zumindest einige sind mir dicht auf den Fersen. Sagen wir es mal so. Wisst ihr was? Wir werden ihnen einfach zwei Leichen geben. Da hat er genug zu tun. Oder eine. Und danach die andere. Ich hoffe mal, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, schwimm, 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 schwimm. Was machen wir denn, wenn wir keine Munition mehr haben? Boah, wie langsam. Wie langsam er aber auch da rausgeht, ne? Das ist echt ein Witz. Chainsaw 3D, jetzt im Kino. Ich habe aber gerade ganz andere Sorgen als wie Chainsaw 3D. Los, 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 los. Bitte lasst uns nicht gegen den kämpfen. Aber das ist ja nur ein Fisch. Wie soll man denn im Wasser gegen einen Fisch kämpfen, wenn man nicht schießen darf? Ich glaube nicht, dass es kommt. Naja, ist doch egal. The Chapel. Victoria's Secret? So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Ich auch nicht. Ist ja mal ein echt ein Denker, unser Basti. Der ist ja mal echt ein Denker. Der hat immer echt coole Sprüche drauf. Oh, hier oben liegen Kisten. Juhu! Zwei Patronen, jawoll! Schade, dass es leider kein Update gab von The Evil Within. Obwohl, ich habe auch, momentan muss ich gerade sagen, ich habe auch gar nicht so zwischendurch mal geguckt. Wegen den Balken. Ich schau mal eben in den Optionen nach, ob es hier irgendwie eine Veränderung gab. Ob man vielleicht doch die Balken ausschalten kann. Grafische Inhalte aktiviert. Ja. Lebensanzeige deines Partners brauche ich nicht. Der Scheiß Josef. Wenn ich mich daran noch erinnere. Ich hoffe, wir kriegen ihn nicht nochmal als Partner. Wenn man das überhaupt Partner nennen kann. Alarmsymbol der Gegner überleben. Verbergen? Hab ich gar nicht an. Brauche ich auch nicht. Wohlgemerkt. Grafik. Ich glaube, hier kann man anzeigen. Bereich und Helligkeit geht hier nur. Und die Bildkörnung. Schade, dass sie das nicht gepatcht haben hier auf der Konsole. Weil auf dem PC geht's ja. Da kann man das ja, da bekommen, haben die PCler ja einen Patch bekommen, womit man ja die Balken entfernen kann.
Finde ich schade, dass sie es hier nicht gemacht haben. Aber nun gut. Soll das heißen, dass er gerade hier ist? Vorsichtshalber. Ich wusste es. Was? Was? Oh nee, ne? Oh nein. Bitte nicht. Was? Was ist das denn? Geht weg, geht weg. Ihr seid alle so hässlich. So hässlich wie die Nacht. Okay, da ist irgendwie so ein Abbild von Rubik. Wow, lauf, 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 lauf. Oh Mann, ist das fies. Das ist doch schon wieder irgendwie so eine Art Arena-Kampf. Ich mach sowas nicht. Ich will sowas nicht haben. Und ich hab irgendwie keine Muni mehr. Ich hab nichts mehr. Ich hab gar nichts. Oh, das gibt's doch nicht. Oh Mann, geht doch. Ey, mein Aiming, ne? Mein Aiming ist gerade voll mies. Oh, dann gibt's Shotgun-Chills. Sehr schön. Eine Shotgun-Chill lag da rum. Das gibt's doch nicht. Wenn du so! Gott sei Dank. Oh. Ist er weg? Oh. Das war jetzt echt allerletzte. Billige Kopie. Ja. Eine billige Kopie. Das war jetzt echt letzte Eisenbahn. Den kann ich nicht anzünden. Jetzt werden wir mal ganz schnell hier alles einsammeln. Aber wieso hat er sich denn kopiert? Weil. Er kann auch selber kämpfen und kommen. Also nicht kommen, sondern erscheinen, wie auch immer. Oh, ja, Kisten. Wo nichts drin ist. Doch, Patronenkugeln, sehr schön. Und da liegen auch Patronenkugeln, sehe ich gerade. Shotgun-Shells liegen da wieder rum. Naja, wir werden ja jetzt hier richtig überhäuft. Von Munition und sonstigen Gedöns. Oh, ein Koffer. Super Mac. Geil, wir haben für die Magnum haben wir wieder Munition. Sehr nice. Die etwas ein bisschen mehr reinhaut. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch irgendwie mal zum Speicherpunkt kommen. Also zusammen zu Thomas Anderswelt. Wohlgemerkt. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich wohl weiß, ist, dass wir hier nämlich jetzt eine Pause machen an der netten Cocktailbar Krim Extra. Ja, Cocktailbar Krim Extra. Da werde ich mir jetzt einen leckeren Cocktail genießen. Und ihr solltet das auch tun, denn hier ist nämlich die Crimson Daily. Da werde ich mir die Zeitung jetzt gleich rausnehmen, schlage sie auf und mache eine kleine Pause. Und ihr seht mich morgen wieder um 17 Uhr in einer weiteren Folge bei The Evil Within. Macht's gut. Ciao.